und willkommen zu. Und ja, ich dachte mir, wir machen heute mal wieder ein Destruction Derby, denn ihr habt euch das mal wieder gewünscht. Und dafür sind wir heute mal auf dem Grey Room, nicht auf der normalen Map. Denn ich dachte mir, es ist ganz praktisch, wenn wir hier schicke Objekte haben, mit denen wir die reinfallen lassen können. Wir werden ein Dreier-Duell erstmal am Anfang machen mit dem Covert, und zwar dem Heroic Killer Covert. Das Gute an dem ist, einerseits hat er kein Front-Papa, was schon mal sehr nützlich ist bei Destruction Derbys. Und andererseits ist er verdammt schnell, das heißt, wir haben diese langsamen 10 km/h-Kollision. Was nehmen wir denn? Nehmen wir noch gelb, dann haben wir schön helle Farben. Genau, so. Und du heißt The Key, du heißt Willy und du heißt The Key, also müssen wir dich noch ändern auf Edgy Kid. Ja, du bist Edgy Kid. So. Also du wirst Jason, und zwar uns, und du wirst Jason, und zwar uns. So, dann wollen wir schon mal schnell hier weg. Oh, die haben schon mal einen guten Boost auf uns. Ui, das war sehr knapp. Und los geht's mit dem Destruction Derby. So, einmal rum, ein bisschen tanzen. Und ich weiß nicht, ob wir Traction Control oder so drin haben, weil es wirkt so. Das ist ja Stability Control. Das ist die Vorderräder haben keinen Grip. Irgendwie so. Okay, kommt und durch. Ui. Die Frage ist, ob wir die irgendwie dazu kriegen, dass die gegenseitig zu crashen. Weil in die rein crashen ist eine schlechte Idee, glaube ich. Also wir müssen die sich gegenseitig crashen lassen. Wir müssen zwischen die. Ja, wir müssen zwischen die. Oder wir machen es so. Oh, okay. So, wollen wir einfach mal reincrashen, weil wir es können. Oh, okay. Oh nein, rückwärtsgang! Oh, und er überschlägt sich. So. Das war gar nicht so gedacht, aber es hat funktioniert. Komm her, 130. Ah, ist nicht schwer, ich versuche halt eben den Heck reinzufahren, damit die uns nicht so leicht kriegen. Damit wir nicht unseren Motor beschädigen, aber das müssen wir jetzt wohl. Ich verfehle den die ganze Zeit. Okay, wir machen den simpelsten Trick der Welt. Komm mit. Wir sind kaputt innen drin, aber sonst geht's. Oh, da haben wir uns den Teil deflated. Nicht die Kontrolle verlieren. Ja. So. Das sieht schön. 100-mal langsamer als das. Also der ist ganz schön ordentlich unterwegs. Wie man sieht an der Zerstörung, die es gibt. Cool aus mit den Farben, finde ich. Mal schnell auf 16-fach, 8-fach, 4-fach, 2-fach. Und damit haben wir sie komplett zerstört. Nichts leichter als das. War doch absehbar, was wir erschaffen. Wir wollen dafür hier rum. Und, oh ja, da mal früh gegen knallen. Ja, schön schräg, so ist es gut. 155 km/h. Hui. Wollen wir sie resetten? Oh, und den schnell weg. Crashes man dagegen. Und nimmt nochmal den, also der Finger schon gut an. Rückwärts kommen, jetzt können wir. Ah, durchgebastelt. Man macht jetzt Italian Job mit 3 Covets anstatt 3 Minis. Komm. Und rückwärts. Ah, nein, wir haben nicht rückwärts gefahren, wir sind voll rein. Okay, ja, danke. Ich mag Knuddeln, ja, aber jetzt gerade nicht so. Lässt du mich los? Danke, freundlich. So, dann nochmal gegen und. Ja, die rammen sich weg. Jetzt auf dem Heck gegen. So, und weiter geht's. Wenn ich mal eine Kurve kriegen würde, können wir die auch vernünftig rammen. Da haben sie sich nochmal gerammt. Oh, haben wir geil.
Da haben sie gut platziert. Ich habe jetzt am Ende gar kein Gas mehr gegeben, also das sind sie komplett von selber. Die Farben, die sehen schon cool aus hier mit dem Grau und dann den Farben, das hat schon was. Jetzt ganz kurz. Ja, das ist natürlich drin. So, aber wollen wir mal weitermachen? Wir ziehen nicht mal raus. Wir ziehen uns raus. Ich höre mir sowieso stuck sein, das heißt wir... Oh, okay, was wollen wir da machen? Wir wollen mal umdrehen. Ach, das war zu viel. Ja, wir waren geplant auf 360 natürlich. So, und jetzt wollen wir rum. Wann wollen wir voll in die rein crashen? So, wie schnell sind wir da unten rechts stets wie immer? Denkt man, das ist falsch, dass das, also das ganz rechts ist falsch, das ist die. Also der Tacho, das ist nämlich die Geschwindigkeit des Rades und links daneben über der Distanz ist 241 km jetzt, das ist unsere richtige Geschwindigkeit, das ist die Geschwindigkeit, die wir in der Luft zurückgehen. Und jetzt nochmal 100 mal oder mal 160 mal. Puh. Aber beide Destruction Derby bisher gewonnen, das läuft doch ganz gut, oder? Würde ich sagen. Was wir jetzt mal machen wollen. Du sollst vom Edgy Kid fliehen. Und wir nehmen mal das Edgy Kid. Das heißt, der wird jetzt vor uns fliehen. Wow. Und der wird uns helfen. Theoretisch will er nicht sich kaputt machen. Das ist jetzt das Blöde. Das können wir doch machen, oder? Können wir es so? Ist jetzt 265, okay, das denke ich die maximale Geschwindigkeit. Dann wollen wir mal drunter durch, eher gesagt. So, da kracht's einmal durch. Und schaffen wir den Überschlag? Mal noch ein bisschen mithelfen. Na, das Rad ist unter uns. Es kommt, dreh mich. Wir haben noch so viel Momentum. Das, ja, okay, wir haben es aber. Das Rad daneben. Okay, jetzt machen wir das Rad. Dann wollen wir mal ein bisschen härtere Mittel angehen. So, ziehen wir dich nochmal zurück. Okay. Soll ich das Elbenöl nochmal? Du bleibst und du. Chase. So, schnell weg. Oh! Oh mein Gott, sind wir hoch. Oh Gott, nein! Okay, ja, alles gut, danke. Eine schöne Barrel Roll. Okay, nein, das ist kein Barrel Roll. Ich meine, normale Rolle. Was hast du gemacht? Der ist sich komplett zerstört. Schaffen wir uns zu drehen. Komm, wo sind die schönen Zuschauer bei der Rallye? Dreh mich um. Dreh mich um. Also ich bring mich um, sondern dreh mich um. Ja, schön. Eine interessante Form ausgemacht. Und der Wagen funktioniert auch noch wie neu. Oh, jetzt haben wir die Highspeed Crashs. Wir haben die alle so zerstört. So, guck mal, hier ist ein riesen Block. Wollt ihr dagegen schnell? Du küsst ihn schon mal. Guck mal. Guck mal, meine schicken Rückleuchten. Wir sind mal grün. Alter, dass er meine Rückleuchten berühren wird. No. Jedenfalls. Wir uns mal hier hinter. Oh, jetzt stellen wir hier hinter. Hallo. Das ging auf. Ich hatte nicht damit gerechnet. Also, er hat uns doch ziemlich ordentlich mitgenommen. Aber uns als Fahrer geht's super. Holy. Shit, das war krass. Das war ein ordentlicher Crash. Wollen wir auch nochmal gegen. Und jetzt dürfte der Blaue gleich auch noch zu uns kommen, nämlich an. Der kriegt die Kurve nicht mehr. Na, doch, kriegt er. Hi. Komm bei uns. Der Blaue ist aber ein bisschen verwirrt, oder? Ich glaube, ist der Blaue hier. Hallo, Blau hier. Rechts, rechts. Ah, versucht's, aber kann ich. Okay, ja, auf jeden Fall. Ich denke, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen.
aufs Quadratzeichen und nutzt mich wieder. Würde mich freuen, wenn ihr noch einen Daumen lasst. Oder abonniert oder Kommentare da lasst oder euch in den Kalender einschreibt, dass ihr heute ein Video von mir gesehen habt oder irgendwie sowas.